Knapp eine Woche vor der angekündigten Rückkehr des Kölner Erzbischofs Rainer Kardinal Wölki hat der apostolische Administrator im Erzbistum Köln, Weihbischof Rolf Steinhäuser, in der Karl-Rahner-Akademie Einblicke in vergangene Monate gegeben. Im Rahmen der Vorstellung des Buches »Die neue Kunst des Leidens« von Schwester Emanuela Kohlhaas sprachen Steinhäuser und die Priorin der Benediktinerin in Köln über Möglichkeiten und Ideen, wie Leitung, auch kirchliche Leitung, in der heutigen Zeit produktiv gestaltet werden könne. Angesichts der Krise in der Kirche und im Erzbistum Köln waren sich beide einig. Kommunikation und das aktive Zuhören sind ein wichtiges Mittel guter Leitung. Indem genau das passiert, was auch der Weihbischof Steinhäuser sehr schön ins Wort gebracht hat, Menschen gehört werden, Menschen miteinander reden und wir verstehen alle miteinander, dass wir die Krise nur gemeinsam lösen und dass das Hören auf und miteinander der richtige Zugang ist. Weihbischof Steinhäuser, der in den letzten Monaten das Erzbistum Köln leitete und in der Zeit laut eigener Aussage wegen eines vatikanverhängten Kontaktverbotes keinen Kontakt zu Kardinal Wölki hatte, bemängelte die Kommunikation in Blasen, die ein Aufeinanderzugehen zwischen einzelnen Protagonisten der Kirchenkrise schwer mache. Wir haben damit nicht nur in der Kirche ein Problem, sondern in unserer ganzen Gesellschaft. Ja? Das findet man überall. Das ist kein kirchliches Problem allein. Aber bei uns wirkt sich das eben auch entsprechend aus. Ne? Also man muss andere Meinungen hören, sich auf die Leute einlassen, versuchen zu verstehen, was die bewegt und miteinander ja, in einen Austausch kommen. Wie gute Kommunikation wieder gelingen könnte, demonstrierte Weihbischof Steinhäuser gleich vor Ort. Praktiken, die er von einem Kommunikationstrainer, der seit Sommer das Beratungsgremium Diözesanpastoralrat begleitet, gelernt hatte. Der Elefant im Raum an dem Abend in der Karl-Rahner-Akademie war die Frage, wie die Rückkehr von Kardinal Wölki gelingen könnte. Ob ab Aschermittwoch wieder Vertrauen zu Erzbischof Wölki aufgebaut werden könnte, das hinge von allen Seiten ab, so die Priorin und der Weihbischof. Ich denke, jetzt ist es ganz wichtig, einfach gelassen kommen zu lassen, was kommt. Es bringt überhaupt nichts, vor so einem Termin wie das Kaninchen vor der Schlange zu hocken. Ja, und sich dann auch ganz klar mit dem Kopf bewusst zu machen, die Person des Erzbischofs ist wichtig, aber sie ist weder das einzige Problem noch die einzige Lösung. Ja, sagen wir, das kann gelingen, wenn der Kardinal und wenn sehr viele Menschen diese Kommunikation zueinander suchen. Ja. Da ist ein aktives Bemühen von allen Seiten nötig. Ne? Und es wird sich zeigen, ob er das kann und ob die Menschen ihm eine Chance geben dabei.